Hallo und willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords. Ich bin hier immer noch auf der Insel mit meinem neuen besten Kumpel Bones, der mich auch mal im Notfall heilt. Das finde ich Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. richtig super. Vor allen Dingen, weil ich die ganze Zeit hier sowas von böse aufs Fressbrett bekomme. Um das gute Opferfleisch. Ja. Können wir mal gucken, ob wir da noch irgendwie was rausschnippeln können. Ja, können wir mit Bones reden. Du bist doch bestimmt auch wieder verschlossen. Ja. Also wir haben hier jede Menge verschlossene Truhen. Aber keine Dietriche. Deswegen, es hat hier auch keiner irgendwie einen Dietrich verloren oder sonst irgendwie was. Das ist schade. So. Können wir aber in unserem alten Grab. Ne, in unserem Grab können wir auch nichts machen. Das ist ein Ruderboot. So, hier waren wir ja. Moment! Bones, hau es! Töte es! Das tat weh. Okay, es zuckt noch. Ja, mit dem können wir auch nichts anfangen. Muschel nehmen wir natürlich mit. Ist hier noch irgendwas? Nö. Genau, hier waren wir ja schon bei den Schildkröten. Die lassen wir leben, die sind ja hier halbwegs friedlich. Hier war noch irgendwie ein olles Hühnchen runtergefallen, genau. Weiß jetzt natürlich nicht. Shift links schnell schwimmen. Okay. Ich will mal gerade gucken, ob ich hier auf die anderen kleinen Inseln komme. Okay, da fängt er an zu keuchen, wenn man es hier längere Zeit macht. Bones folgt mir, alles klar. Wunderschön. Okay, also wir können hier tatsächlich halbwegs alles frei erkunden. Los, schlitzen wir ein Paket. Die Frage ist, ob wir das natürlich wollen, weil die machen Aua. Okay, einer down. Ah, dafür kommt hier ein Aua! So ein blöder Sandteufel an. Es ist tot. Wunderbar. Na komm. Nein, nicht auf ihn hier drauf. Hier, da, der Sandteufel. Wieso kann ich die hier nicht looten? Hallo. Dich hier? Du da? Auch nicht. Mehr oder weniger völlig umsonst getötet. Muschel. Hier irgendwas Interessantes? Nee, auch nicht. Tja. Können hier ein paar Muscheln mitnehmen, aber das war's dann auch schon. Also die Insel scheint ja riesengroß zu sein. Da sind wir doch jetzt an irgendwas. Genau. Hab doch irgendwo was aufleuchten sehen. Hier ist auch noch was. Also so? Ist doch gar nicht mal schlecht hier.
Gut, die Nachbarschaft ist halt katastrophal. Aber so könnte noch hier schön Häuschen drauf bauen. So, es ist speichert. Das ist ein Boot. Da geht's auch noch irgendwo hin lang. Also ich weiß halt noch nicht so ganz genau, wie das mit diesen Quests überhaupt so funktioniert. Ob man halt hier wieder mal zurückkehren kann oder... Ach hier sind wir doch gelandet, oder? Hier geht's doch zu den Ruinen hoch. Ja, da lag dann der eine tote Pirat, da hinten war der Alligator, der nicht mehr da ist. Insofern, hier hatten wir, glaube ich, schon alles dann geplündert, wenn man hier tatsächlich, wenn das hier tatsächlich die Stelle ist. Ich gehe jetzt aber trotzdem da nochmal lang. Ja, genau. Vielleicht weiß ja Bones ein bisschen was hier über das Buch. Ja, leere Truhe. Kenn ich schon. Ja, ach, du kennst es schon, aber Bones noch nicht. Bones, hier, lies mal. Guck dir das mal an. Vielleicht kann er auch gar nicht lesen. Naja. Okay, dann brauchen wir hier eigentlich nicht mehr weiterzugehen. Denn hier waren wir schon. Weil hier haben wir ja auch dann alles soweit geplündert. Alles mitgenommen. Wir könnten halt höchstens da zurück, um da vor dem großen Tempel am Feuerchen irgendwie was zu braten. Aber ich denke mal, allzu lange werden wir dann hier sowieso nicht verweilen. Ohne Muschel. Und dann sowieso ins nächste... Ja, die nächste Insel irgendwie ansteuern, das nächste Dorf. Ach hier, das ist wieder respawned anscheinend. Und ich denke mal, da werden wir dann sowieso irgendwie ja, einkaufen können, vor allen Dingen verkaufen können. Ich glaube, einkaufen, weiß ich halt nicht, ob das so eine gute Idee ist. Großartig viel einzukaufen, weil ja auch das ganze Skillen irgendwie Geld kostet. Ach hier, unser komischer Krabbenfreund hängt immer noch hier irgendwie auf dem Rücken und macht komische Bewegungen. Den hatten wir halt nicht gelootet, deswegen bleibt er da so liegen. Das ist schon mal auch gut zu wissen, dass wenn man irgendwas nicht gelootet hat, dass das anscheinend noch irgendwie liegen bleibt. Und nicht einfach despawnt. So, aber ich denke mal, wir sind hier relativ schnell fertig. Ich gehe einfach noch hier im Strand ein bisschen lang. Eben weil der hier ja, ein paar Sachen respawnt. Wie halt die Muscheln, ein paar Kräuter. Aber halt da hinten die Ecke, die wir in der ersten oder zweiten Folge durchsucht hatten. Deswegen da ist ja bestimmt eh nichts mehr. Ach hier. Ja, deswegen, da wussten wir halt noch nicht, wie das mit dem Looten geht. Deswegen liegen hier noch so viele von denen hier rum. So, jetzt lass mich mal kurz hier nur gucken. Ja, ich denke mal, da hinten rüber geht es nicht mehr weiter. Da ist auch soweit Schicht.
Insofern denke ich mal, sind wir hier durch. Bones, wir können also weiter. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wohin. Ob man da zum Admiral sollen? Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie mit dem eigenen... Ja, deswegen, es gibt ja kein richtiges Level anscheinend. Also es gibt ja hier nicht irgendwie, du bist jetzt Level 1 oder sonst irgendwie was. Sondern man kann halt nur seine Fertigkeiten steigern. Was? Ach, da ist noch eine Muschel. Und deswegen denke ich mal, dass sich Monster und so weiter irgendwie auch ein bisschen immer dem momentanen Level oder den halt den momentanen Fertigkeiten anpassen, dass man nicht dann in irgendwelche ganz harten Sachen da rankommt zum Nordstrand. Achso, da sind wir halt wieder da. Und wenn ich sage an Bord, bringt er mich wohl da zu seiner Schaluppe. Kann ich... Wir hatten ja die eine kleine Insel da erforscht, vielleicht hier. Kommen wir hier hin? Das interessiert... Ja, ja, ist ja gut. Ah ja, hier können wir noch ein bisschen... Können wir noch ein bisschen sammeln. Vielleicht wohnen hier auch noch ein paar nette Leute. Okay, nee, das klingt nicht nett. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Bones, mach was. Achtung, hinter uns kommt ein Krabbenmonster. Ah, ich habe meine Pistole nicht ausgerüstet. Ich habe, glaube ich, gar keine, oder? Jemand hat mir meine Pistole geklaut. Okay, das ist tot, aber er ist noch nicht. Liegt auf dem Rücken! Ja! Das tat weh. Ha. Puh. So, Krabbe. Schnäpperchen. Es wiewelt noch. Naja. So, Pilz. Dann stecken wir uns den auch direkt hier in die Figur, wie immer. Okay, jede Menge Skelette. Hier könnten wir abbauen, Jadebrocken. Also ich denke mal, hier werden wir nochmal irgendwie... Irgendwann nochmal hin zurückkehren. Ich denke mal, Jade abbauen, ich weiß halt nicht. Proviant. Ach, da. Da sind ja ein paar Freunde. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Ja, Nummer 1 ist tot. Aha. So, aber die droppen nichts. Die können wir nicht looten irgendwie. Ah, lalalala. Muschel. Da freue ich mich dann auch schon aufs große Aufmachen. Was ist das hier? Schlangenwurz? Ih. Moment! Bones! Beeil dich mal! Hilfe! Hilfe, ich hänge hier auf dem Stein fest. Was macht eine Dschungelspinne am Strand? Scheiß Spinnen. Ja, du sagst es.
Ja, da kullert sie noch ein bisschen rum. Also wenn wir ihn nicht hätten, wären wir hier schon öfters gestorben. Wenn er uns jetzt noch halt ein bisschen öfters heilen würde. Ja, ja, so. Geh mal ran da. Ran an den Feind. Hup. Moment. Hau zu! Au! Mist! Okay, also wenn sie auf dem Rücken liegen, tatsächlich den schweren Angriff drauf machen, dann sind sie schneller down. Upp, Fingerblatt. So. Ach Gott, ihr schon wieder. Achtung, jetzt komme ich! Au, au, au! Oh, oh. Warte, Freundchen! Au, 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 au! Moment, ich rolle mal kurz hier und versuche Bones da hinten zu helfen, in der Hoffnung. Achso, den hat er schon erledigt. Also er hat definitiv das etwas stärkere Messerchen. Blöde war, er konnte mich jetzt auch nicht heilen, weil er ja mit dem anderen Fieder beschäftigt war und die unterbrechen dann auch die Heilung. Deswegen musste ich mir hier irgendwie einen Rum reinpfeifen, weil das Essen ist halt nur ein Hot eigentlich. Das heilt zwar, aber halt nur über eine gewisse Zeit. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Oh. Vögelchen. Ach, da kommt schon Verwandtschaft angehoppelt. Aua! Och, nö. So haben wir nicht gewettet. Genau, heil mich mal kurz. Du machst auch hier die ganze Arbeit. Ich roll nur in der Gegend rum. Puh. Oh, dann holen wir uns wieder hier so ein rohes Hühnerschenkelchen. Bestimmt 1A mit Salmonellen oder sonst irgendwie was verseucht. Eieiei. Okay, also das mit dem Ausweichen klappt ja dann ganz gut, solange da noch immer jemand ist. Oh, und hier wohnt jemand. Oder wohnt he? Hoffe ich. Teleportstein, wozu auch immer der gut ist. Wasser, Wein. Truhe.
Was gehärtet da? Gehärtete Krabbenschale, kugelsicher, plus 10. Sie ist unzerstörbar. Na gut, nehmen wir mal alles mit. Können wir uns hier neu einkleiden? Wo ist denn hier der? Der hier wohnt. Was ist mit dem denn passiert? Hier liegt zwar irgendwie ein Gerippe rum, aber das ist zu groß für einen Menschen. Naja, okay. Gut, also auf der kleinen Insel waren wir schon. Da drüben waren wir ja eigentlich auch. Da geht es ja zum Tempel hoch. Da hinten auch. Da ist nichts mehr. Wir müssen jetzt einfach nur noch runter an den Strand. Da waren noch ein paar nette kleine Haustiere. Und dann sind wir eigentlich hier durch, würde ich sagen. Hey, lass mir auch noch was übrig. Oha. Ja, kannst ja schon mal ran da. Das sind auf jeden Fall jede Menge Feinde. Lauf so schnell du kannst. Okay. Was ist mit denen da jetzt passiert? Ist der auch irgendwie wieder wach geworden, nachdem wir ihn getötet haben und ist dann jetzt einfach so wieder zusammengebrochen? Ich glaube hier die Mobs, die sind dann auch irgendwie, die tun nur so. Ist dann halt wie im Film, wenn die Kamera weg ist, stehen sie dann halt auf und deswegen setzen sich dann hier in den Schatten. Und laut Skript sollten wir hier eigentlich gar nicht mehr runterkommen und deswegen hat der sich jetzt da irgendwie... Ja, von seinem Pausensitz da hinten so rüberfallen lassen. So sah es irgendwie aus. Okay, ich mach Schluss für die Folge und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann immer noch hier auf der Insel. Wir haben ja noch ein paar Monster da hinten zu töten. Und dann gucken wir mal, dass wir von hier runterkommen endlich. Also, bis zum nächsten Mal.